Herzlich willkommen zu einer kurzen Erklärung des SelectLine Forums. In diesem Video zeige ich Ihnen das Forum im Allgemeinen, die Anmeldung, wie man einen Beitrag erstellt und einen Beitrag bearbeitet. Der einfachste Weg ins Forum führt über den Forum-Button auf selectline.ch. Nach der Enter-Seite erscheint die Forumsübersicht. Hier sind alle Beiträge übersichtlich in verschiedenen Kategorien dargestellt. Haben Sie ein interessantes Thema gefunden, zu dem Sie mehr wissen wollen, klicken Sie drauf und eine neue Übersicht der dazugehörenden Beiträge erscheint. Wir möchten nun Informationen zu den Anforderungen der neuen SelectLine Version 13. Über die Suchfunktion hätten wir ebenfalls zu diesem Artikel gefunden. Nun möchten wir diesen Beitrag kommentieren. Um dies zu tun, betätigen wir den Antworten-Button. Allerdings besitzen wir noch keinen Forum-Benutzer. Diesen können wir mit der Schaltfläche Registrieren erstellen. Nachdem wir die Bedingungen gelesen und akzeptiert haben, können wir unsere Benutzerdaten korrekt eingeben. Ihre Daten werden nun von uns geprüft und Ihr Benutzer aktiviert. Nach der erfolgreichen Aktivierung erhalten Sie von uns eine Bestätigungsmail. Anschließend steht der Anmeldung nichts mehr im Wege. Nun sind Sie am Forum angemeldet und können über die Schaltfläche Persönlicher Bereich Ihre persönlichen Daten ändern. Als Beispiel in diesem Video ändern wir Ihr standardmäßig definiertes Profilbild. Mit Bild löschen und anschließendem Absenden entfernen wir Ihr Bild von Ihrem Profil. Nun wollen wir ein neues Thema erstellen. Um dies zu tun, wählen wir zuerst eine Kategorie aus. In unserem Beispiel Update. Mit der Schaltfläche Neues Thema erstellen wir einen neuen Beitrag. Ich habe hierfür bereits einen kleinen Text vorbereitet, den ich nur noch formatieren kann. Ich füge nun einen Betreff als Titel ein und lösche die unwichtigen Absätze aus dem Text heraus. Mit der Vorschaufunktion kann ich den Beitrag anzeigen lassen. Bin ich damit einverstanden, kann ich den Text mit Absenden veröffentlichen. Nun ist der Beitrag online. Jetzt habe ich aber noch einen Tippfehler bemerkt, den ich gerne ändern würde. Dies ist mit der Funktion Ändern möglich. Nach der Änderung des Fehlers kann ich mit der Vorschaufunktion den Text erneut anzeigen und mit Absenden neu veröffentlichen. Dies war ein kurzer Einblick in unser neues SelectLine Forum. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.